Willkommen zurück zu Spellforce 1 Wrath of Winter. Wir haben ein kleines Problem und dieses Problem nennt sich, ja, Dome. Da, das sind so da andere Leute, die kommen jetzt da durch und rushen uns nieder. An sich ist das kein Ding. Wäre da nicht das Problem, dass wir noch ein paar viele Einheiten haben von unserem Lager da oben? Die werden alle verrecken. Die werden alle draufgehen. Ja, und dann. Scheiße. Dass die wahrscheinlich da Probleme haben werden, hier durchzukommen, weil die Türme die erstmal aufhalten, ne? So wie das bei uns ja der Fall ist. Okay, aber ich frag mich auch, warum greifen die überhaupt uns an? Wir haben mit denen noch einen Pakt geschlossen. Die sollten uns doch gar nicht angreifen. Warum tun die das? Ich verstehe das nicht. Egal, wir müssen jetzt. Das, was ich jetzt eigentlich noch machen möchte, ist. Diese Map. Verlassen. Auf mein Zeichen. Und los. Und los. Mir nach. Folgt mir. Schnell. Und ich hoffe mal, dass wir das hier hinten irgendwie können oder so. Eine Wand. Warum gehen die jetzt hier oben hin? Was ist denn ihre Intention, jetzt hier nach oben zu gehen? Nach vielleicht der Seenfels, ne? Ja. Bitte lassen Sie uns zumindest das Monument, mindestens das. Das wäre sehr nett. Hier, schnell. Sofort. Kann hier irgendwie der Übergang sein, der richtige Weg? Folgt mir. Hier so ein Tor. Und greift ihn mal bitte an. Ja, hier ist das Tor. Ja gut, mach ihn mal bitte fertig. Was ist passiert? Die meinen es ernst. Wo kommen die her? Clanbrüder zu mir. Sollen weggehen. Ja, die machen da jetzt das. Hier. Es ist mir jetzt sofort. Völlig egal, ob wir jetzt hier noch. Ne, wegen, ja, leveln und so. Das mache ich dann irgendwie mal offscreen oder so, dass ich dann mal meinen Charakter ein bisschen hochlevel. Vielleicht, wenn das dann mal wieder dran ist oder nötig ist. Wenn ich dann mal sehe, weil ich war ja im letzten, hier im Hauptspiel war ich ja, in der Hauptkampagne war ich ja gnadenlos unterlevelt. Gibt dann noch so einige Punkte bei den Maps. Was haben sie aber auch neu gemacht, dass es ein Pfeil gibt, wo man dann quasi, also ich sag, das sind noch mehr als das, was hier ist. Auf mein Zeichen. Also, wie gesagt, ich war ja in der letzten Kampagne gnadenlos unterlevelt. Und dann werde ich mal gucken, es gibt halt noch so Maps, wo man dann so ein bisschen kann, so. Die sind einfach, die haben das Monument kaputt gemacht und sind verschwunden. Macht keinen Sinn. Wo ich dann noch ein paar Gegner besiegen kann. Mal sehen. Ja, und vielleicht ein paar Quests nebenbei mache ich. Ich weiß nicht. Wir kriegen das irgendwie hin. Guck mal, hier haben wir ein Monument. Wir haben das. Wir haben uns. Drachen getötet. Die haben die fucking Drachen getötet. Was bedeutet, dass sie versuchen, nicht mal Monument zu zerstören, sondern da unten in ein anderes Lager zu gehen. Oder? Ansonsten würden sie ja die Drachen nicht töten. Das heißt, sie sind da unten lang gegangen. Okay, das ist problematisch. Wir gehen auf die nächste Map. An diesem Tor sind drei Schlösser angebracht. Ein goldenes, ein silbernes und ein kupfernes. Stecken den goldenen Schlüssel rein. Der Schlüssel passt. Und das Tor ist aber immer noch verschlossen. Den Mondschlüssel. Ja, auch passt, aber ist immer noch verschlossen. Und den Sternschlüssel. Und das passt wieder. Und das Tor geht sogar auch noch auf.
würde sagen, ab zur nächsten Map, oder? Sie sind im Zentrum. Los, ihr Würmer, haltet sie auf! Toll, ab zur nächsten Map. Hm? Gut. Dann nicht. Das... Okay, aber das ist, glaube ich, hier sind keine Spawner. Die können wir... Will mir das Spiel jetzt verklickern, dass ich das alles solo machen kann? Weil ich komme ja hier nicht sonst... Komme ja hier sonst nicht hin, ne? Gut. Das Spiel will mir sagen, ich soll das alles solo hier machen. Dann machen wir das einfach mal. Solo. I see it. Ich kann's nicht benutzen. Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Komm, wir spawnen jetzt hier neu. Da wo die Gegner ja sind, so hier, und dann können wir gleich wieder angreifen. Werden angegriffen. Aha. Super Trick. War ja nicht geil. Guck mal, was hier passiert. War ja klar. Ein Monument wird angegriffen. Aber das ist immer sowieso egal. Wir sind überall. Aha, okay, ja gut. Wir müssen das Heldenmonument uns holen. Ne? Das ist, glaube ich, so. Das ist immer so unser grundlegendes Ziel ist. Dann wollen wir mal. Die können wir nämlich generell solo ganz gut töten. Drohnenkrieger zu mir! Gefällt mir. Ist das. Du Fotz! Drohnenkrieger zu mir! Meine Ausdrucksweise ist nicht gerade gut, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, die ist nicht gerade intelligent. Aber ich helfe dir mal. Gut, natürlich ist es auch ganz praktisch, dass wir das jetzt gemacht haben, weil dann ist natürlich hier turmtechnisch ist immer so, folge mir. Folge mir und gehe nicht einfach wieder so einen random Weg alleine. Das schreckt mich hier voll. Wir gehen jetzt mal hier hin. Niemand sieht uns, ne? Da oben. Keiner sieht uns. Alles völlig egal. So, wie sieht es denn mit unseren Leuten überhaupt aus? Sind die überhaupt alle ausgerüstet? Oder? Ah ja, ja doch. Können wir hier... Wir können den eisernen Soldaten nutzen. Der ist Stufe 15. Haben wir hier... Priester aber dabei zu haben... Held Duna, Stufe 9. Wollen wir den mal austauschen? Versuchen das mal. Und wir speichern das Ganze. Ich habe nämlich so den Eindruck, dass das schon ganz richtig ist, was wir machen.
Warte mal, die Hexe da. Haben wir die? Die haben wir doch gar nicht ausgerüstet. Die sind doch voll. Doch, haben wir. Ah, okay. Ja, doch, das haben wir. Den können wir, glaube ich, gar nicht ausrüsten, ne? So wie den ja auch nicht. Doch, so ein bisschen, aber nicht so ganz. Ja, das doch. Das ist doch Schnieke. Oh, scheiße, wir noch voll drauf. Frecken die uns eben da unten alle. Na und? Mir doch egal. Die Drachen können wir vergessen, weil die wurden von denen getötet. Völlig egal. Wir haben hier unseren Spaß. Kriegen wir dann hier noch eben den Level ab. Level 18. Für. Nochmal gut gegangen, würde ich mal sagen. Dass die hier dann auf einmal ankommen, ne? Wobei, es wäre mega, mega krass, wenn es hier noch so ein... Aber ich glaube, ich kann man allgemein nicht hin. Das ist ein bisschen nervig, dass ich mit der Maus, wenn ich dann versuche, mit der Maus zu bewegen, hier leider auf meinen zweiten Bildschirm komme. Ein bisschen irritierend. Ich glaube, hier gibt es allgemein keinen Weg, außer über den Teleporter. Den... Und das ist natürlich ganz gut. Und dann können wir nämlich auf diese Gegner scheißen. Aber was ist mit denen eigentlich los? Ich meine, die machen alles weg, ne? Alles kommt. Achso, nee, die haben. Mein Monument haben sie zerstört. Okay. Ich dachte schon, dass sie das Monument nicht zerstören, aber. Gebäude bleiben da. Okay, ist aber interessant, dass trotz dessen der Zyklop dann überlebt, ne? Also meine ganzen anderen Leute hier natürlich, die sind draufgegangen, aber. Ja, okay. Nee, das haben sie gemacht. Gut. Bereit. Aber das macht ja nichts. Ich bin jetzt einfach ready. Und mach hier einfach mein Shit. Was ist denn jetzt eigentlich meine Aufgabe? Weil die hat sich ja mal wieder... Ist nicht I? Inventar und drückt trotzdem immer nur O. Ach, bezwingt Grimm. Wo ist denn der liebe Grimm? Wo ist denn der liebe Grimm hier oben? Da ist wieder der Maskierte. Können wir wieder einen neuen Mondstern uns holen, wenn wir das überhaupt so weit haben. Wo ist denn der Grimm hier irgendwo? Ja, im Endeffekt, wenn wir hier alles vernichten, was hier ist, dann... Das ist er bestimmt, oder? Ja, klar, natürlich hier so ein Special Ding hier. Da ist der Grimm. Guck mal, davor müssen wir noch so einen Dämon hier vorbei, aber das kriegen wir auch alles. Erstmal probieren wir mal. Schnell. Ob wir das denn hier schaffen. Für die Rune. Schließ die rein. Das bereust du. Haltet durch, Männer. Auf mein Zeichen. Können wir die nicht irgendwie... Schließ sie rein! Sie sind überall! Ist es möglich, dass du... Feindlicher Angriff! Sie sind überall! Auf meinen Befehl. Wieso greift mein Hauptcharakter greift gar nicht an? Ja gut, es sind da ein paar Leute von mir verreckt, ja, das kann passieren. Das ist doof, aber mein Hauptcharakter hat gar nicht angegriffen. Ja, also ein bisschen aufpassen. Hier, unser, ne? Glitzmo. Den ich irgendwie mal Gizmo nennen möchte, aber der heißt ja so nicht. Der ist echt scheiße. Also der war am Anfang mal geil, aber der ist jetzt irgendwie scheiße geworden. Das ist nicht so cool. Und los. Los! Beute machen! Schnickschnack! Bin fast da! Was ist, wenn wir ein Level abbekommen? Können wir, wenn wir Level 18 sind, vielleicht einen anderen Runenstein nutzen? Könnte ich den... Nein, Level 19 müsste ich sein, um hier so ein... Ich meine, der ist einfach auf Stufe 9, ne? Haben wir nicht einfach hier einen besseren, den wir nutzen können, schon?
Er tut mir sehr leid. Hexe und Hexer. Okay, jetzt haben wir zwei Hexen. Das ist natürlich. Die Mischung ist natürlich scheiße, dass wir zwei Hexen haben, aber zumindest ist der hier ein bisschen besser als der Gizmo. Also das ist zumindest erstmal besser als gar nichts. So. Rüstungsklasse 40. Nehmen wir erstmal, ne? Ich rüste den jetzt auch voll komplett dumm aus. Sodass man sich richtig drüber aufregen kann, warum ich das eigentlich mache. Total bescheuert. Aber ich mache das jetzt einfach mal so. Mentalmagie macht natürlich für jetzt so jemanden nicht Sinn, dass wir das. So, ich meine natürlich den Helm aufzusetzen, weil der. Ne? Was können wir denn hier noch so für. Immer weiß ist das mit dem Inventar hier immer so ein bisschen beschissen. Das Ganze angeht. Was? Ein Ring? Ja. Können wir das schon mal. Ja. Naja, so Ringe, da sind wir jetzt nicht unbedingt so bei. Ich bin wieder mega erschrocken. Ich guck mal kurz auf meinen Charakter. Was hat der so für Ringe? 13 Ring. Währenddessen das hier ein 15 Ring ist. Komm, den tauschen wir mal aus. Da so. Wollte noch Waffen. Soll er ein Nahkämpfer sein? Hm. Könnte auch so ein zwei. Ah, zwei Hände haben wir so. Hier bis sechs ist. Können wir nicht irgendwie meine Waffe bald nur Scheißwaffen, ne? Bandstab, zweihändig. Schaden, 5 bis 9. Ich leg den mal vorsichtshalber mal an. Aber ich glaube, dass das nicht so ganz geil ist. Das wäre 5 bis 9. Nehmen wir den an. Ach, das ist eine Zweihandwaffe. Okay. 10 bis 15. Oh, dann machen wir das mal so. Oh, ich glaube, das gefällt mir. Das machen wir mal so. Auch wenn das vielleicht auch nicht so optimal ist. Vielleicht kann man das ja doch irgendwie. Das machen wir mal so. Den holen wir uns mal dazu. Was wünscht ihr auf dem Weg? Hier übrigens, Hexe kann heilen. Also somit eigentlich auch trotzdem ganz gut geeignet zum Heilen. Kann der wahrscheinlich auch, oder? Die Rune ruft. Nee, aber der kann hier Skelette beschwören und sowas. Natürlich auch nicht so blöde. Alles klar. Sollte ich dann nur mal verwenden, ne? Bereit. Mir nach. Dann machen wir das mal so. Vorwärts. Vorwärts. Gucken wir mal. Ah, wir können doch. Na, wir gehen. Wir bleiben mal hier. Und stimmt. Los. Hier oben ist ja noch ein Bereich, der so aussieht, als könnte man da mal nachgucken, was da so ist. Obwohl, ich glaube eher, dass ein Bereich ist. Vorwärts. Weiß nicht, da kann man irgendwie, glaube ich.
Ja. Mir ist nicht mal sicher, ob wir da nicht... Wollen wir mal versuchen. Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Schließt die rein! Krieger zu mir! Das ist ein Hinterhalt! Das ist ein Hinterhalt! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Das ist ein Hinterhalt! Dann halten, Männer! Komm schon! Drohnenkrieger zu mir! Ich muss halt zigtausend Mal darauf klicken, damit das mal reagiert. Hier jetzt heilen. Gut. Hier Skelette beschwören. Mach ich jetzt einfach mal. Oh, schon tot. Ja. Folgt mir. Ja, das ist... Ja, geil eigentlich. Kann man sich durchaus geben. Das ist eine gute Sache hier. Okay, sind anstelle Schlüsselloch sind hier Schlitze drin. Mondmünze. Münze fällt in die Schlüsseltruhe. Schiebt sich. Okay. Ehrenmünze. Batterie verschiebt sich. Batterie sind geöffnet worden. Ja, das ist schon mal. Oh, shit. Wie sieht's bei uns aus? Eine Zweihandwaffe. Wo ist jetzt dieses fucking Drachen-Ding gelandet? Da. Voraussetzung: schwere Kriegskunst, große Schlagwaffe 10 oder kleine Schlagwaffen 11. Okay, wir haben natürlich keine Schlagwaffe, ne? Ansonsten wäre das natürlich auch eine coole Waffe. Muss man ja sagen. Gefällt mir. Mach hier mal eine Sortierung. Aber das ist jetzt eigentlich auch schon ganz gut, Anni. Ich guck mal kurz, was jetzt mit dieser Truhe hier ist. Ob man da auch... rein damit... Das da rein. Bärenkampf. Also wenn wir jetzt hier so, was haben wir nochmal hier? Mehr schwere Kriegskunst, ne? Weiße Magie, Leben, leichte Kriegskunst. Der hat aber auch eigentlich ein geiles Ding an, ne? Und der, ja, leichte Kriegskunst. Die müsste man Kämpferin. Im Endeffekt müsste man
Dann mal überlegen. Weil die hat vielleicht so ein bisschen shitty. Rüstungsklasse 30. Könnte, wenn sie das tragen kann. Wäre das für sie etwas, ja? Leichte Rüstung in 6. Aber man braucht 9, glaube ich, ne? Also ist das nix. Egal. Ja. Dann lassen wir es erstmal so. Alles andere geht nie, ne? Weil ich glaube, keine Münzen mehr zu haben. Oder Schädelmünze in den Schlüssel werfen? Noch eine Schädelmünze in den Schlitz werfen. Escape. Hier. Ah, hier kann ich noch Sternmünze. Und die. Ups, also Sonnenmünze. Geöffnet werden. Leichte 2 schwere Kriegsbombs, große Klingenwaffe 8. Schwere Kriegsbombs, große Klingenwaffe 8. Nein, wir haben zwar schwere Kriegskunst, aber wir haben keine. Wir haben die große Klingenwaffen nicht auf 8. Hm. Da gibt es auch ein Oder? Leider nicht. Ah, das ist natürlich frustrierend. Können wir auch nicht nutzen. Bereit und los. Ja, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Das war schon mal ganz erfolgreich. Hier haben wir noch ein paar Gegner, die wir töten können. Dann machen wir hier alle so nacheinander weg. Das läuft mit den Leuten. Das ist gut. Und dann schauen wir mal, wie das dann so weitergeht. Wir sind jetzt Level 18. Ich glaube, ich bin auch definitiv unterlevelt in diesem Add-on. Aber vielleicht lässt sich da noch was machen. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.